Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja. Erwartet im Feuer. Wir haben jetzt von den Huana die Quest der Schatten unter der Kataka gekriegt. Da die Dinge im Todesfeuer hochkochen, müssen die Wasserformer von Königin Oneska auf alles gefasst sein. Trotz des Drucks von allen Seiten reagiert die Anführerin der Wasserformer-Gilde nicht auf die Vorladung der Königin. Oneska braucht jemanden, der nach Gildenmeisterin Mairu sucht. Gildenmeisterin Mairu ist in der Wasserformer-Gilde in Perikis Aussichtspunkt zu finden. Ja, das schieben wir mal nach hinten. Ich habe ja noch andere Sachen. Und das ist definitiv etwas, was wir erst nach Hasongwa genommen haben. Vorwärts springen. Ja, da wollen wir... zur Valianischen Handelsgesellschaft, da sollten wir auch nochmal hingehen. Das ist ein Kopfgeld und das war in Tikawara, beziehungsweise Pukukuhara. Genauso wie das hier mit Pukukuhara zu tun hat. Die haben wir noch nicht getötet. Die Stürme von Pukukuhara, das gehört zu den anderen beiden. Familienstolz, kann ich die Quest irgendwie canceln oder deaktivieren oder so? Ja, die Partisanen des erleuchteten Pfades, das ist wieder im Gaun-Tempel. Die Schatzkammer des Erzmagiers, die wollte ich auch nach hinten anstellen, weil ich die Fallen dort nicht entschärfen kann. Das ist Etikawara, die geschwingten Masken. Das ist die Sache mit Alof, Grabrede für die Tote. Das sind die hängenden Gräber, ja. Die Graberstraße gehört zu der Quest von Tekeo. Tahe. Ja, Tahe, die habe ich auch noch nicht gefunden, soweit ich weiß. Ach ja, ich komme hier ja gar nicht auf die Weltkarte. Das ist ja das Blöde. Ja. Da waren wir hier unten. Insel Krummsporn. Und beide haben wir getötet. Da sollen wir zur Schlangenkrone. Zur Nungata gehen. Okay. Oh, oder Xodi hat ein Level Up. Alchemie. Und Geschichte mal. Ich sollte hier bessere Heilung geben, bevor ich hier mehr Zauber gebe. Ja. Verringert die Zeit zum Wirken, von Zauber benötigte Zeit. Gewährt die Fähigkeit, Zauber mit Reichweite über längere Distanz hinwegzuwirken. Na. Erstmal bessere Heilung wäre nicht schlecht. So, dann dürfen wir die Schlangenkrone wieder verlassen erstmal. Also jedenfalls den Palast. Wir müssen ja noch die Kopfgeldjägerin finden. Beziehungsweise die Kopfgeldauftragsgeberin. Gut, können wir hier gleich die Treppe wieder runter.
So, hier durch den Wassertempel durch, durch den Wasseraltar. Vorbei am magischen Aquarium. Und raus aus der aus dem Palast zur Schlangenkrone selber. Ich werde auf jeden Fall hier nicht weggehen, bevor ich mich nicht um alles hier gekümmert habe, was ich mich hier kümmern kann. Weil nicht, dass ich schon wieder irgendwelche Quests vergeig. Oh, ich sehe gerade, Hagrim und Edda haben auch Level-Ups. Ah, ist ja toll. Den beiden fehlt halt noch Tikio vor allem Ding. Okay. Etwas Heimlichkeit. Tiefblick. Oder Findigkeit. Nehmen wir mal Findigkeit. So. Die maximale Gesundheit, die ich mit jeder Stufe erhalte, werde ich schlecht. Wiederbeleben verbessern. Wodurch der Gefährte Flinkheit erhält und, glaube ich, schnell zum Waldläufer zurückkehrt. Beschwert Wurzel aus dem Boden unterhalb des Ziels herauf, wodurch diese bewegungsunfähig werden. Das klingt nicht schlecht. Der Waldläufer schlägt wie ein Spitzenjäger beim Nahkampf zu. Er beobachtet seine Beute und lernt, wie er sie am besten bezwingt. Bei der ersten Verwendung hätte der Waldläufer zusätzlich Genauigkeit gegen die Rasse seines Ziels. Dieser Bonus vervielfacht sich mit jedem Treffer mit dieser Fähigkeit gegen Kreaturen derselben Rasse bis zu einer Grenze. Ja, hat der Waldläufer sich Reichweite Nahkampf. Das ist nicht so besonders toll. Auf die 12. Der Schuss des Waldläufers lässt die Gegner humpeln. Oder wesentlich genauer. Ich habe nur einen Punkt, also sollte ich eher. Meine Lebenspunkte auch mal erhöhen. Und bei Edda. Oh, ich mal Sprengstoffe. Und Religion. Ein Punkt. Ihr werdet eine kleine Chance an einem vollständig auszuweichen und einige Treffer, kritische Treffer umzuwandeln. 5% Resistenz, 5% Treffer in kritische Treffer und das hier 4 Abwehr. Der Kämpfer kann auch problemlos auf sperrige Rüstung. Mir ist für 25% Strafe für die Rüstungserholung. Das ist nicht schlecht. Oh, Ermächtigung erhöhen, das ist auch interessant. Ich werde gern irgendwie die Dings erhöhen können, irgendwann mal. Ermächtigte Angriffe verursachen erhöhten Schaden. Präzise gewährt ermächtigten Angriffe eine höhere Genauigkeit. Das ist dann richtig stark. Aber die Anzahl meiner zusätzliche Angriffsbindung ist etwas übertrieben. Körperkontrolle. Nee, ich hätte wirklich gern irgendetwas, was seine Ressource erhöht. Da, genau. Die maximale Disziplin des Kämpfers erhöht sich. Da muss ich mal gucken, ob ich das auch bei Xoti und Anov finde. Auf Charakterstufe 11. Mhm.
Jetzt würde ich ihm aber erstmal gerne die Abwehr erhöhen, weil das hier, der Kämpfer bezieht Stärke für seinen unbezwingbaren Geist. Wodurch ein Teil, der in einem Angriff von Gesundheit regeneriert. 25% des erlittenen Schadens werden in Heilung umgewandelt für 15 Sekunden. Nee, brauchen wir zurzeit nicht. Die beiden könnte ich trotzdem noch nehmen. Die schließen sich also nicht gegenseitig aus. Anders als andere Sachen. Nee, ich erhöhe mal seine Abwehr, dass er da mehr aushält. Er da ist ja mehr oder weniger unser Tank. So. Mhm. Dann zeig mir mal kurz deinen Tech-Tree. Flinke Beschwörung, Waffenwirker, Beschwörung benötigte Zeit. Hier sehe ich nichts. Gewährt die Chance, den Effekten eines fähigen Zaubers vollständig zu widerstehen. Erhöht den durch Grinschäfer verursachten Schaden. Verringert die zum Beschwören von Waffen benötigte Zeit. Ich kann keine Waffen beschwören, oder? Das wäre eher das hier, flinke Beschwörung. Aber Waffenbeschwörung sehe ich jetzt hier nicht so wirklich. Anhalten der Ermächtigung, starke Ermächtigung. Durchdringende Ermächtigung, gewährt erhöhte Genauigkeit, okay. Maximale Anzahl von Ermächtigungen, erhöht die Kraftstufe und damit die Effizienz aller Fähigkeiten. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich, wenn man mal Level 19 erreicht hat. Aber ansonsten sehe ich nicht, dass man irgendwie erhält zusätzliche Waffensets und bewaffnetes Klostertraining. Nein, bei Xoti sehe ich leider nicht, dass man irgendwie die Anzahl steigern kann. Schade. Oh, das hat sich von selber gesteigert, aber wenigstens die erste Stufe. Sehe ich gerade so. What do you need? Ach, nee, halt. Wirkt alle Zauber der ersten Stufe plus 1. Ja gut, das erklärt's. Dann gucken wir mal kurz noch bei Adolf rein. Zauberresistenz. Nein. Verbesserte kritische Treffer. Nein. Waffenwirker. Nein. Winkelbeschwörung. Nein. Das sind die ganzen Ermächtigungssachen. Also auch hier nein. Das ist die große Seele und das ist ja Kraftstufe alle Fähigkeiten. Also auch nichts bei Alof. Nur bei Edda zum Beispiel habe ich es gesehen. Hier. Die maximale Disziplin des Kämpfers erhöht sich. Und wie viel eigentlich? 1 maximale Disziplin. Was schon ein bisschen was ist. Und ich habe das sicherlich auch, aber eher hier unten, oder? Nö. Zauberresistenz. Ich habe das auch gar nicht. Schade. Rachsüchtige Trauer. Wenn ein Weiter von der tierischen Gefährte des Bewusstseins verliert, erleidet der Partner die normale Auswirkung von verbundener Trauer, wird jedoch für kurze Zeit von fokussierter Wut erfüllt und erhält die Inspiration fingerfertig und hartnäckig. Große Seele. Betäubende Schüsse. Ablenkungstraining. Und natürlich Prestige.
Kraftstufe erhöhen. Das ist auf jeden Fall eine der nützlichsten Sachen. Aber nö.